Hallo Jena. Zur Freitagsbotschaft heute wieder eine Reihe sehr unterschiedlicher Themen. Ich beginne am Dienstag. Da hat sich der Werkausschuss Jena Kultur getroffen, um über einen Teilaspekt der neuen Kulturkonzeption zu sprechen. Konkret ging es hier um die Fortentwicklung der städtischen Museen. Aber ich bringe das hier mal ein bisschen in die größere Öffentlichkeit, vor allem um Ihnen zu zeigen, wie breit angelegt eben nicht nur diese Kulturkonzeption, sondern auch der Eigenbetrieb Jena Kultur selbst ist. Man hatte eine gewisse Vorstellung, was die Kulturlandschaft in Jena so ausmachen könnte. Aber ich glaube, die wenigsten wissen, wie breit aufgestellt der Eigenbetrieb Jena Kultur inhaltlich ist und wie breit sich dann eben jetzt auch die beiden Ausschüsse, Kulturausschuss und Werkausschuss, mit diesen Fragen beschäftigen. Man hat sich vorgenommen, in diesen beiden Ausschüssen die verschiedenen Rubriken, Teilbereiche des Eigenbetriebs und der Kulturkonzeption jeweils einzeln sehr im Detail zu besprechen, um dann, bevor wir in die Zuschussvereinbarung, in die Verhandlungen dazu im Herbst einsteigen, eben ein klares Bild zu haben zum Ist-Zustand und darüber, wo man vielleicht jeweils in den Bereichen hin will. Und ich gehe das jetzt nur mal aufzählend durch, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie breit aufgestellt Jena Kultur eben ist. Viele sehen die Philharmonie, natürlich. Das ist ein Bereich innerhalb des Eigenbetriebs und auch zugleich der größte. Auch der mit dem größten Kostenblock, mit dem meisten Personal. Dann haben wir die Ernst-Abbe-Bücherei, die ja gerade ihren Neubau entstehen sieht, da am Theater direkt daneben. Genauso wie auch die Philharmonie auf ihr Zukunftskonzept schaut, wo visionär die Zukunft aufgerissen ist, wie sie sich gestalten könnte. Dann haben wir die städtischen Museen, wo eben jetzt gerade am Dienstag dazu beraten wurde, wie man die Museumslandschaft weiterentwickeln kann. Es gibt die Musik- und Kunstschule, es gibt die Volkshochschule. Da jeweils die Frage unter anderem, die im Raum steht, wie geht man mit den Honoraren um, wie ist das im Vergleich von Honorarkräften zu Festangestellten, das sind Fragen, die sich in diesem Bereich stellen. Die Volkshochschule zugleich schon seit langem auf der Suche nach einem Gebäude, wo man mal in Ruhe mehrere Jahrzehnte dann bleiben kann, weil da ja gerade viele Entwicklungen unterwegs sind. Dann gibt es den Bereich, wo viele vielleicht gar nicht wissen, dass das auch jener Kultur zugeordnet ist, Märkte und Feste. Also die Wochenmärkte, insbesondere die Spezialmärkte, der Frühlingsmarkt, der Weihnachtsmarkt, das sind Dinge, die ja nicht von selber passieren, sondern die von Jena Kultur organisiert werden und die dort durchaus auch wirtschaftlich hinterlegt sind. Einige Märkte sind eher welche, wo wir als Stadt oder der Eigenbetrieb Geld dazulegen, damit es funktioniert. Andere werfen Erträge ab und das wird dann zum Teil querfinanziert. Dann gibt es den Bereich des Veranstaltungsmanagements, Veranstaltungen, das, was man üblicherweise dann gerne nutzt, wo man ein Ticket kauft und hingeht. Auch darum kümmert sich Jena Kultur. Im Ticketing übrigens nicht nur für die eigenen Veranstaltungen, sondern auch für andere. Dann gibt es den Bereich Tourismus und Marketing, um den sich ebenfalls Jena Kultur kümmert. Wenn es also zum Beispiel darum geht, die Destination Jena oder die Region auf überregionaler Ebene auch zu präsentieren, vielleicht auch zusammenzuarbeiten mit anderen Gebietskörperschaften, damit man touristisch noch stärker auftreten kann. Oder eben auch Fragen des Stadtmarketings. Wollen wir eine echte Stadtmarke ausbilden und wie kommunizieren wir dann? Auch das ist Jena Kultur. Auch darüber wird gesprochen werden im Laufe dieses Sommers. Dann gibt es den Convention-Bereich, also Kongresse und Tagungen. Da eben nur als Stichwort, dass das Volkshaus ja umgebaut wird, unter anderem zum Zwecke, dass man dort auch größere Tagungen wird durchführen können in Zukunft. Dann gibt es den Bereich Kulturförderung. Das ist das, was insbesondere den Ausschuss, die Ausschüsse natürlich sehr interessiert. Dort geht es darum, dass die Stadt über den Eigenbetrieb Zuschüsse an Vereine ausreicht für Veranstaltungen, für deren Programm. Und es gibt den Bereich Kunst im öffentlichen Raum. Viele der Denkmäler in der Stadt sind eben auch in der Pflege und in der Überwachung bei Jena Kultur. Und das sind Dinge, die man in der Allgemeinheit vielleicht gar nicht unbedingt immer so weiß. Das wollte ich Ihnen mal aufgehangen an diesem Beispiel, die Ausschusssitzung an diesem Dienstag, kurz umreißen, dass Sie ein Gefühl dafür haben, wie viele Bereiche und auch wie viele Kolleginnen und Kollegen da jeweils dahinter stehen, was Jena Kultur ausmacht. Und wir arbeiten uns über den Sommer Bereich für Bereich durch, um die Zukunft abzustecken. Wie wollen wir das in Zukunft hier in unserer Stadt gestaltet sehen? Zweites Thema, am Mittwoch gab es eine Pressekonferenz gemeinsam mit Herrn Ortlieb, dem Jenaer Dienststellenleiter, und mit Herrn Meile, dem Leiter der Hauptabteilung Patente,
mit dem Deutschen Patent- und Markenamt. Da ist Anfang April schon mal kurz bekannt gegeben worden, dass der Standort, den das Deutsche Patent- und Markenamt hier in Jena hat, wachsen soll. Das ist eine Entscheidung, die uns sehr gefreut hat. Und jetzt dachten wir, wäre es eigentlich eine gute Gelegenheit, das auch mal ein bisschen genauer zu hinterlegen, weil auch das Patent- und Markenamt eines ist, wo vielleicht viele noch wissen, wo es angesiedelt ist, in der Goethe-Galerie, aber nicht unbedingt ganz genau hinter die Kulissen schauen können, was dieses DPMA denn tut. Und da ist es gerade durch die Augen der Stadt wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir mit diesem Deutschen Patent- und Markenamt eine obere Bundesbehörde in der Stadt haben. Das ist ein zum Teil Verteilungskampf oder da gibt es Verteilungswünsche, gerade in den neuen Bundesländern. Die Diskussion in den letzten 3, 4, 5 Jahren haben Sie vielleicht verfolgt, wenn es zwischen den alten und den neuen Bundesländern einerseits die Frage gibt, viele Unternehmen sind in den neuen Ländern nur mit der verlängerten Werkbank, wie es dann manchmal heißt, präsent und nicht mit den Firmenzentralen. Und eben bei den Einrichtungen des Bundes, bei den Bundesbehörden ist es ähnlich. Da ist die Standortdichte in den neuen Bundesländern noch vergleichsweise gering. Dass wir den Außenstandort hier schon seit über 20 Jahren haben in Jena, ist eine Entscheidung, die kurz nach der Wende 1992 in der Föderalismuskommission getroffen wurde. Ganz bewusst hat man sich da für Jena entschieden. Und man kann aus heutiger Sicht sagen, das war eine sehr gute und auch richtige und passfähige Entscheidung. Und seit 1998 war es dann hier angesiedelt. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch dran an die Ausstellung in der Goethe-Galerie 2018 zum 20-jährigen Jubiläum, wo eben eine ganze Reihe von Produkten, die man noch kennt oder die man heute kennt, dort mal dargestellt waren. In Hinblick auf, ja, wie sieht das denn mit Markenrechten aus? Wie sieht das denn mit Designrechten aus? Wir haben uns sehr gefreut als Stadt Jena, dass die Entscheidung getroffen wurde, nicht nur die beiden Standorte, die in Berlin und München, also München und Berlin sind, zu stärken, sondern eben insbesondere auch hier Funktionen neu hinzuzufügen. Konkret geht es darum, dass in Zukunft in Jena nicht mehr nur Designs geprüft werden, sondern eben auch Patente. 3 Patentabteilungen werden hier in Jena eingerichtet. Die Kolleginnen und Kollegen kommen von München hierher und bauen dann jeweils wachsende Teams um sich herauf auf, sodass am Ende statt bisher 230 Kolleginnen und Kollegen dort 340 arbeiten werden. Also ein Plus an 110 Arbeitsplätzen hier in unserer Stadt. Und das sind alles sehr hoch qualifizierte Arbeitsplätze in Vergütungsgruppen, wo es gar nicht allzu viele Jobs gibt. Das geht bis A15, A16 hier die Patentprüfer. Insofern ein wirklicher Zugewinn für die Stadt Jena, was den Arbeitsmarkt betrifft, aber eben auch die Funktion. Und das passt deswegen so gut nach Jena, weil wir hier auch eine exorbitant hohe Anzahl an Patentanmeldungen haben. Wir haben ja hier eine sehr, sehr enge Verflechtung von Wissenschaft und Wirtschaft. Und genau an dieser Schnittstelle geht es ja oft darum, neues Wissen, wo viel, viel Arbeit und Kreativität drinsteckt, für einen gewissen Zeitraum zu schützen, damit man auch die Früchte seiner Arbeit ernten kann, wenn man das so sagen darf. Und genau das tut das Patentamt. Hier in Jena haben wir im Jahr auf 100.000 Einwohner gerechnet, etwa 300 Patente. Und das im Vergleich gerechnet mit dem Thüringer Durchschnitt, der bei knapp unter 30 liegt, und dem Bundesdurchschnitt, der bei knapp über 50 liegt, kann man erahnen, wie stark Jena da aufgestellt ist bei Patentanmeldungen. Und dass dann die obere Bundesbehörde hier angesiedelt ist, die diese Patente prüft, ob sie denn wirklich so neu sind, ob sie wirklich so innovativ sind und funktionieren, das passt, glaube ich, sehr, sehr gut zusammen und ist, wenn wir neben München und Berlin der dritte Standort sind, und das war's, diese drei, auch ein Vertrauensbeweis für die Stadt Jena als Standort dieser Bundesbehörde, die beim Bundesjustizministerium angesiedelt ist. Also auch das eine sehr, sehr gute Entwicklung. Drittes Thema. Am Donnerstag gab es eine Videokonferenz, anders geht das ja im Moment nicht, eine Gesprächsrunde zwischen Vertretern der Seebrücke und der Stadtverwaltung. Das haben wir vereinbart am Rande der letzten Stadtratssitzung, der vorletzten inzwischen, wo es ja an mehreren Sitzungstagen immer wieder Demonstrationen der Seebrücke vor dem Stadtrat gab, wo die Forderungen der jungen Menschen öffentlich gemacht wurden und wo es dann auch kurz vor Sitzungsbeginn ein kleines Gespräch zwischen 2, 3 Vertretern der Seebrücke und mir dort gegeben hat. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns mal zusammensetzen, zusammenschließen wollen,
wollen, um mal ein bisschen die wechselseitigen Sichten aneinander anzugleichen. Mit Instrumenten wie Demos oder der Mahnwache da am Faulloch oder dem offenen Brief, der dort damals eine Rolle gespielt hat vor der Stadtratssitzung, wird ja zunächst mal Agenda-Setting betrieben. Aber wenn man dann politisch tatsächlich etwas tun will, muss man miteinander sprechen. Und das geht natürlich sinnvollerweise in kleineren Runden im Gespräch, wo man auch in Ruhe miteinander kommunizieren kann. Und vor allen Dingen muss es in beide Richtungen gehen, keine Einbahnstraßenkommunikation. Und wir hatten uns darauf festgelegt, in dieser Runde dann eben nicht über Außenpolitik zu sprechen, die die Stadt nicht beeinflussen kann, sondern ganz konkret darum, was die Stadt tun kann, um Flüchtlinge aufzunehmen und gut unterzubringen, aber auch, und das war uns wichtig, darüber, was die Stadt schon tut und getan hat, um genau in diesem Bereich gute Dinge zu bewirken. Und wir sind sehr, sehr fachlich mit den jungen Menschen ins Gespräch gekommen, haben sehr, sehr gut, glaube ich, darstellen können auf der Faktenlage, wie sieht es tatsächlich aus in Jena, wie viele Flüchtlinge haben wir untergebracht, wie gut sind sie untergebracht, wie ist das mit den Zuständen in den Gemeinschaftsunterkünften, wo die Seebrücke oft beklagt, das wäre alles ganz fürchterlich und schlimm, wo wir sagen, na, wenn ihr mal genau hinguckt und uns mal die Fakten darstellen lasst, gibt es Standards und die sind in Ordnung, die sind so definiert, die halten wir sehr gut ein und wir sind in vielerlei Hinsicht auch deutlich über dem tätig, wozu wir rein gesetzlich verpflichtet wären. Das war ein sehr, sehr konstruktives Gespräch und wir sind am Ende so verblieben, dass wir da quasi auch eine kommunikative Standleitung aufbauen, dass in die Fachbereiche Fachdienst Soziales und in die Fachbereiche Migration, Integration der unmittelbare Kontakt hergestellt ist, dass man sich von Seiten der Seebrücke jeweils konkret direkt mit Fragen dorthin wenden kann und dann auch Antworten bekommt. Wir erwarten natürlich umgekehrt, dass auf Seiten der Seebrücke, das auch kanalisiert und gebündelt wird und dass wir einen oder maximal zwei stabile Ansprechpartner haben, damit es auch wirklich eine Zwei-Weg-Kommunikation stabil werden kann. Das wird sicherlich so bleiben, dass wir uns da nicht auf 100% Übereinstimmung hinbewegen können, aber ich glaube, so im Abgleich zwischen Wünschen hier und Möglichkeiten und dem, was ja tatsächlich auch schon getan wird dort, haben wir da einen guten Weg gefunden und dass es den direkten Gesprächsfaden gibt, ist auf jeden Fall ein Gewinn. Viertes Thema, die europäische Metropolregion Mitteldeutschland, von der Sie sicherlich auch schon gehört haben, hatte in dieser Woche zwei Gremiensitzungen. Der Aufsichtsrat der zugehörigen GmbH, die ist ja als Verein organisiert, die Metropolregion, und hat eine GmbH, die die Geschäfte zu großen Teilen abwickelt. Da gab es sowohl die Aufsichtsratssitzung als auch eine Mitgliederversammlung des Vereins. Zur Einordnung kurz, das ist eine Plattform, ein Gremium, eine Institution, wo die Gemeinden und Unternehmen dieser drei Bundesländer, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, also Mitteldeutschlands, sehr eng miteinander kooperieren, gemeinsame Projekte anschieben, die man allein so vielleicht nicht stemmen könnte. Da geht es sehr oft um große Infrastrukturprojekte, da geht es sehr oft auch um Projekte, die mit großen Fördermittelanteilen und dementsprechend komplexen Anträgen hinterlegt sind. Da werden Strukturen aufgebaut, die die drei Bundesländer gemeinsam voranbringen und bestimmte Regionen innerhalb dieser Bundesländer. In Thüringen ist im Wesentlichen Ostthüringen vertreten mit Mitgliedschaften in dieser Metropolregion. Jena ist als Stadt mit dabei, als kreisfreie Stadt. Es sind auch Unternehmen mit involviert und hier ging es jetzt konkret um die Neuwahl bzw. Wiederwahl des Vorstands und des Aufsichtsrates. Und hier sind wiedergewählt worden in den Vorstand der Landrat des Altenburger Landes, Herr Melzer, und im Aufsichtsrat bin ich bestätigt worden als Mitglied für die kommunale Seite. Die beiden sind quasi schon vorher drin gewesen und neu dazugekommen in den Aufsichtsrat sind jetzt auch der Oberbürgermeister der Stadt Gera, Herr von Arp, und Frau Wosche für die LEG für Seiten der Wirtschaft als Vertreterin der eher Wirtschaft zugerechneten LEG. Und damit kann man jetzt sagen, dass Ostthüringen auch tatsächlich flächendeckend sehr stark vertreten ist, sehr gut vertreten ist in dieser Metropole. Das ist sehr gut für uns, dass wir da dabei sind. Ich hatte es ja skizziert, da gibt es jede Menge Projekte, die wir alleine als Freistaat Thüringen, schon gar als Stadt Jena, nicht hinbekommen würden. Es ist sehr gut, dass wir da dabei sind. Ja, ein fünftes Thema müssen wir heute vielleicht mal noch überspringen zu Corona. Wir zeichnen das auf jetzt gerade um kurz vor 1 Uhr. Um 14 Uhr
wird es die Videokonferenz der Oberbürgermeister und Landräte mit der Gesundheitsministerin geben. Da werden wir zur neuen Verordnung sicherlich genaueres erfahren. Insofern kann ich dazu jetzt noch nicht viel sagen. Das wird man dann im Verlauf der nächsten Woche, da werden wir Kommunikationswege finden, wie wir sie jenseits der Freitagsbotschaft natürlich auch erreichen. Und dann können wir das wahrscheinlich nächsten Freitag nochmal aufgreifen und im Detail besprechen. Und ein letztes Thema habe ich, das ist ein kurzes, aber schönes. Vielleicht haben Sie sich gewundert, warum es heute hier unter dem Jackettkragen gelb ist und nicht weiß. Das hat Gründe. Es gibt heute, am heutigen Tag, den Trikottag des Stadtsportbundes. Und ich habe mir ein Trikot besorgt, um an diesem Trikottag teilzunehmen, aus einem Grund, weil nämlich morgen am Samstag um 14 Uhr unsere Fußballdamen gegen den VfL Wolfsburg, zweite Mannschaft, spielen werden. Und sie können in diesem Spiel den Aufstieg in die erste Bundesliga sicher machen. Der wäre ihnen dann nicht mehr zu nehmen. Und in diesem Sinne mache ich jetzt mal die Brust breit und sage, jawohl, meine Damen, das schafft ihr morgen. Alles Gute, toi toi für dieses Spiel, gutes Gelingen. Ich wünsche viele Tore für euch und dass ihr damit den Aufstieg in die erste Bundesliga schon vor der Zeit sicher machen könnt. Alles Gute für dieses Spiel und damit auch Ihnen, liebe Jenerinnen und Jener, liebe Jenenserinnen, liebe Jenenser, alles Gute. Haben Sie ein schönes, sonniges, erholsames Wochenende. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut in die neue Woche und dann sehen wir uns nächsten Freitag an dieser Stelle wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.